Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Am Ende war es bei der EU-Wahl dann doch knapper als gedacht. Aus dem anfänglichen Erdrutschsieg der FPÖ, den die Prognosen verheißen haben, wurde ein knapper Vorsprung auf ÖVP und dann die SPÖ. Und doch, zum ersten Mal in der Geschichte steht eine rechtspopulistische Partei auf Platz 1 in ganz Österreich. Und sie sind damit in Europa nicht allein. Ich entscheide mich für die Gruppierung, wo ich das maximale österreichische Interesse umsetzen kann, wo wir in einer unglaublichen Gravität der Zeit hier die europäische Politik mitbestimmen können und genauso, sage ich mal, in eine Richtung reformieren können, wie wir es vor der Wahl den Wählern gesagt haben. Das sagt FPÖ-Spitzenkandidat Harald Wilimski nach der Wahl im ORF-Interview. Er will sich zusammentun mit jenen rechten Parteien, die in unzähligen europäischen Ländern dieses Wochenende triumphiert haben. Werden sie gemeinsam die Europäische Union, wie wir sie bis jetzt kennen, abschaffen? Wir müssen da zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, dass die Rechten sehr stark die Öffentlichkeit bestimmen, auch die Themen setzen. Auf der anderen Seite geht es aber schlicht und einfach um die Verteilung von Mandaten im Europäischen Parlament und um die Stärke der jeweiligen Fraktionen. Und da hat der Rechtsruck einen Haken. Wir sprechen heute über die Streits, die Annäherungen und die politische Taktiererei, die jetzt im EU-Parlament bevorstehen. Und wir schauen uns an, ob das EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihren Job kosten könnte. Wir haben ja gestern am Wahlabend schon darüber geredet, wie das Ergebnis für die österreichischen Parteien einzuordnen ist. Heute müssen wir noch schauen, was in den anderen europäischen Ländern los war. Dafür spreche ich heute wieder mit unserem Europakorrespondenten Thomas Mayer. Und Tom, an dich mal die erste Frage. Was sind denn für dich so die herausragendsten, die wichtigsten Erkenntnisse aus anderen wichtigen großen Ländern heute am Tag nach der Wahl? Das herausragendste ist mit Sicherheit Frankreich. Das ist vor allem deswegen so spektakulär, weil der französische Staatspräsident gestern Abend, noch bevor die Ergebnisse überhaupt festgestanden sind, die Auflösung des Parlaments und Neuwahlen ausgerufen hat. Der Rassemblement National von Marine Le Pen, also dem großen Gegenspieler des Präsidenten in Frankreich, hat bei den Wahlen erstmals die 30%-Hürde übersprungen und ist damit wieder, um jetzt springe ich auf die europäische Ebene, zur dominanten Kraft in der extrem rechten Fraktion Identität und Demokratie, der übrigens auch die FPÖ angehört. Macron auf der anderen Seite, beziehungsweise seine Partei, haben sehr schlecht abgeschnitten. Also sie haben nicht einmal ganz die Hälfte der Stimmen erreicht, die die Le Penisten erreicht haben. Also in Frankreich sehen wir eine deutliche Verschiebung der Macht, die in erster Linie auch auf innenpolitische Gründe zurückgeht, sehr markant. Das zweite Land, das man hervorheben muss, ist natürlich Deutschland. Neben Frankreich die wichtigste Nation in der Europäischen Union, wirtschaftlich wie politisch. Auch dort muss man einschränken. Die AfD hat nicht so stark abgeschnitten, wie man noch vor Wochen erwartet hat. Sie kamen auf 16%. Es waren schon mal über 20% prognostiziert. Aber was in Deutschland auffällt, ist, dass die regierende Ampelkoalition insgesamt ein katastrophales Ergebnis erzielt hat. Sowohl die SPD als auch die Grünen als auch die Liberalen von der FDP haben deutlich an Stimmen verloren, am meisten die Grünen, -8%. Sehr stabil ist CDU-CSU mit rund 30% und vielleicht auch überraschend, das Bündnis Sahra Wagenknecht ist von 0% auf 5% gestiegen. Also in diesen beiden Ländern sind ohne jeden Zweifel ganz markante Ergebnisse. Das dritte Land, das ich hervorheben möchte, ist Italien. Dort hat sich innerhalb der Rechtsregierung rund um Ministerpräsidentin Meloni eine ganz markante Machtverschiebung abgespielt. Die Fratelli, also die Partei von Meloni, die hatten bei der letzten Wahl 2019 6% an Wählerstimmen. Sie sind diesmal über 30% gestiegen. Umgekehrt hat die Lega Nord, die bis jetzt die dominierende Kraft war bei Europawahlen, die hatten mehr als 30% bei den letzten Wahlen und die Lega Nord von Matteo Salvini ist gefallen unter 10%. Das heißt, hier hat sich eine Umdrehung ereignet. Das bedeutet für die europäische Ebene, dass die Fraktion der extrem Rechten, Identität und Demokratie, deutlich geschwächt worden ist, weil die Lega sehr, sehr viele Mandate verloren hat. Umgekehrt hat die Meloni-Partei Fratelli, die einer anderen Fraktion angehört, nämlich den Konservativen, den Nationalkonservativen, die ist zur stärksten nationalen Kraft in der Fraktion aufgestiegen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Melonis Leute in Zukunft in dieser Fraktion das große Sagen haben werden. Wir haben ja schon mal einen ausführlichen Inside Austria Podcast darüber gemacht, dass es auf EU-Ebene zwei rechte Fraktionen gibt, eben die
Identität und Demokratie, wo auch die FPÖ dabei ist und eben Le Pen in Frankreich. Und auf der anderen Seite die Konservativen und Reformer, unter anderem mit Giorgia Meloni. Und das heißt, diese beiden Fraktionen sind weiterhin so zerstritten, dass sie aus ihren enormen Wahlerfolgen keine Mehrheiten ziehen können. Verstehe ich das richtig? Ich glaube, wir müssen da zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, dass die Rechten sehr stark die Öffentlichkeit bestimmen, auch die Themen setzen, auch in der medialen Umsetzung, auch in der Diskussion, so wie wir beide jetzt auch hier natürlich vor allem über die Rechten sprechen. Auf der anderen Seite geht es aber schlicht und einfach um die Verteilung von Mandaten im Europäischen Parlament und um die Stärke der jeweiligen Fraktionen. Und hier ist eines ganz wichtig zu unterscheiden. Diese Erfolge in einzelnen Ländern, die setzen sich nicht direkt eins zu eins um in Machtausübung im Europäischen Parlament. Das Europäische Parlament zeichnet sich dadurch aus, dass dort aus 27 Ländern insgesamt fast 200 Wahlparteien vertreten sind, die sich der Wahl gestellt haben. Und die Zusammensetzung der Fraktionen, die wird erst in den nächsten Wochen passieren. Und da ist das nicht so, wie wir das auf nationaler Ebene kennen, dass alles von vornherein ideologisch und weltanschaulich zuordnenbar ist. Was ganz wichtig ist, was wir auch noch betonen müssen im Zusammenhang, die Christdemokraten haben sehr deutlich an Mandaten zugelegt. Die Europäische Volkspartei, sie ist ganz eindeutig auf Platz 1. Bei den Sozialdemokraten ist das ähnlich. Es war eigentlich erwartet worden, dass die Sozialdemokraten verlieren würden an Boden, aber sie konnten ihre Stimmen mit knapp 140 Mandaten halten. Wenn man diese beiden traditionellen, proeuropäischen, gemäßigten Parteien zusammennimmt, so kommt man fast schon auf die Hälfte, auf die Mehrheit im Europäischen Parlament. So, und wenn man jetzt noch die Liberalen dazu zählt, die ja dem bisherigen Regierungsbündnis unter Anführungszeichen, die die Kommission getragen haben, dazu zählt, dann ergibt sich allein durch diese drei Fraktionen eine Mehrheit. Und die werden auch das Geschehen bestimmen, die werden die Besetzung der Spitze der Kommission bestimmen und auch zunächst mal das Arbeitsprogramm erarbeiten. Wie gesagt, auf der rechten Seite sieht es zumindest im Moment für mich so aus, dass es weiterhin zwei Fraktionen geben wird. Und die sind so in einer Größenordnung von 70 Mandaten plus minus, vielleicht 80, haben damit aber nicht die Kraft, das Geschehen im Europäischen Parlament zu bestimmen, wie man das auf den ersten Moment glauben würde. Aber nochmal, warum schließen sich die beiden rechten Fraktionen nicht einfach zusammen? Das wäre doch auch im Sinne der FPÖ, wenn man so eine Art rechte Superfraktion machen würde, oder? So wie es im Moment aussieht, wird die FPÖ gemeinsam mit Le Pen in der bisherigen Fraktion, die sie haben, Identität und Demokratie bleiben, auch mit der Lega Nord. Es gibt noch einen offenen Punkt. Le Pen hat ja schon vor den Wahlen Giorgia Meloni ein Angebot gemacht, nämlich machen wir doch gemeinsam eine Fraktion und dann sind wir noch stärker und dann können wir sozusagen unser EU-skeptisches Programm durchsetzen. Da gibt es die Ungewissheit, weil Meloni eigentlich keinen wirklichen Grund hat, direkt mit Le Pen zusammenzugehen, weil sie ist ja schon Ministerpräsidentin. Sie kann die konservative Fraktion, die übrigens nach den Liberalen mindestens die viertstärkste Fraktion ist, möglicherweise sogar auf den dritten Platz vorrücken kann. Sie kann die durch ihre Dominanz weitgehend bestimmen. Also sie würde sozusagen Le Pen eigentlich nicht brauchen. Und der springende Punkt in diesem Zusammenhang ist die Abgrenzung nach extrem rechts. Ich muss daran erinnern, dass die deutsche AfD ja erst vor wenigen Wochen aus dieser Fraktion ausgeschlossen worden ist, nach verschiedenen SS-Sagern von Maximilian Kra und so weiter und einigen Skandalen und auch wegen der pro-russischen Haltung zu Putin. Meloni hat hier eine ganz andere Linie eingeschlagen, also das wird nicht so leicht sein, dass man diese Parteien zusammenbringt. Das heißt, die Extremrechten rund um die FPÖ sind weiter eher ausgegrenzt. Aber du hast gesagt, eine Wahlgewinnerin, auch Giorgia Meloni. Und da frage ich mich ein bisschen, wenn die eben nicht so extrem weit rechts stehen, könnte man da nicht auch mit der Mitte zusammenarbeiten, mit den Christdemokraten? Könnte das nicht auch im Sinne der aktuellen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen von den Christdemokraten sein, dass man sich da noch Stimmen dazu holt für eine sehr breite Mehrheit und rechts ein bisschen salonfähiger macht? Hier muss man wieder zwei Punkte unterscheiden. Das eine ist die inhaltliche Linie, die Erstellung des Arbeitsprogramms. Es hat gestern der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, also der Christdemokraten, am Wahlabend im Parlament einige sehr klare Festlegungen gemacht und Erklärungen abgegeben. Zum einen hat er die Sozialdemokraten und die Liberalen eingeladen, eine, wie er gesagt hat, stabile europäische Allianz zu bilden, sprich wieder zusammenzugehen und gemeinsam die Kommissionspräsidentin und auch deren Programm auszuhandeln und zu erstellen. Also auf der inhaltlichen Linie ist das ganz eindeutig, dass die EVP mit den Rechtspopulisten nicht zusammenarbeiten wird und keinerlei Kooperation eingeht.
Eine andere Frage ist, wie es zur Wahl der Kommissionspräsidentin kommt. Die muss ja gemäß den Regeln von einer Mehrheit der Abgeordneten in Straßburg direkt gewählt werden. Wenn man, wie schon erwähnt, die drei Fraktionen Christdemokraten, Sozialdemokraten, Liberale zusammenzählt, so kommt man auf ungefähr etwas mehr als 400 Sitze. Das ist an sich eine Mehrheit der 720 Abgeordneten, aber weil da auch nationale Interessen hineinspielen und manche, zum Beispiel die Franzosen, von der Leyen ablehnen, ist keineswegs sicher, dass von der Leyen bei der Wahl im Juli eine absolute Mehrheit bekäme. Und deswegen gibt es die Überlegung, dass man zum Beispiel mit Hilfe von Grünen oder mit Hilfe von italienischen Abgeordneten der Fratelli, also der Partei von Meloni, sich eine sichere Mehrheit verschafft. Also hier ist noch eine gewisse Unsicherheit, in welche Richtung von der Leyen verhandeln wird. Ich habe diese Frage gestern im Parlament bei der Wahlparty direkt gestellt. Sie hat gesagt, ich mache jetzt mal den ersten Schritt, ich verhandle mit Sozialdemokraten, Liberalen und der EVP und dann wird man weitersehen. Dazu ist zu sagen, dass die Grünen ja ganz stark verloren haben auf der europäischen Ebene. Sie sind der eigentliche Verlierer dieses Wahlabends gestern, wenn man alles zusammennimmt in den 27 Ländern. Und der Fraktionschef der Grünen, Philippe Lambert, hat sich direkt von der Leyen angeboten. Er hat gesagt, die Grünen wären bereit, ihre Wahl zu unterstützen, wenn der Green Deal als Programm dieser Kommission erhalten bleibt und wenn er sogar verstärkt wird. Und ich komme jetzt wieder zum Wichtigsten zurück. Im Europäischen Parlament gibt es nicht diesen strikten Fraktionszwang, wie wir das auf der nationalen Ebene kennen. Es sind die Abgeordneten dort sehr frei. Es ist fast nie der Fall, dass eine Fraktion geschlossen für oder gegen irgendetwas stimmt. Also es ist ganz sicher, dass nicht wenige der grünen Fraktion für von der Leyen votieren werden. Einfach deswegen, weil sie ja insgesamt eine Art ökosoziales Marktwirtschaftsprogramm in den letzten Jahren gefahren ist, das den Grünen sehr zurechtkommt. Weil man muss auch umgekehrt denken, wenn jetzt zum Beispiel ein noch konservativerer oder rechterer Kommissionspräsident käme anstelle von der Leyen, dann ist das natürlich nicht im Interesse zum Beispiel der grünen Fraktion. Also Zwischenfazit, die FPÖ und Co. haben noch immer keine Mehrheiten auf EU-Ebene, aber die Kommissionspräsidentin lässt sich noch vieles offen. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Seit seiner Gründung ist der Standard kritisch, besonders sich selbst gegenüber. Guten Tag, mein Name ist Karin Bauer. Und genau deshalb arbeite ich in der Redaktion des Standard, weil ich das so von keinem anderen Medium kenne. Der Standard, der Haltung gewidmet. Tom, wenn wir nochmal auf die konkreten Länder und auf die Auswirkungen dieser Wahl schauen, dann fällt da ein Land ganz besonders auf, du hast es schon angesprochen, in Frankreich haben die Rechtspopulisten doppelt so gut abgeschnitten wie die Partei des Präsidenten Emmanuel Macron. Und Macron hat daraufhin Neuwahlen für das französische Parlament ausgerufen. Was ist denn da bitte in Frankreich los? Das ist für uns in Österreich schwer zu verstehen, weil wir ein ganz anderes politisches System haben, auch eine ganz andere Verfassung. In Frankreich ist es so, dass wir erstens ein Mehrheitswahlrecht haben. Also es gewinnen immer die Direktkandidaten in einem Wahlkreis, sozusagen alle Stimmen. Das heißt, die Zusammensetzung der Parlamente kommt anders zustande. Das Zweite und das viel Wichtigere ist, Frankreich hat ein Präsidialsystem. Der Staatspräsident hat eine extrem starke Rolle gemäß der Verfassung. Er kann jederzeit das Parlament, die Assemblée Nationale auflösen. Er kann Premierminister berufen oder wieder abberufen. Er kann jederzeit Minister hinauswerfen aus der Regierung. Also er hat hier sehr großen Gestaltungsspielraum. Und genau diesen Gestaltungsspielraum hat Macron jetzt eben genützt. Man kann durchaus, glaube ich, sagen, es ist eine Art Flucht nach vorne, indem er sich direkt an die Franzosen und Französinnen, an das Volk gewendet hat und gesagt hat, okay, wir haben jetzt eine Situation, wo meine Partei, die mich stützt, sehr schwach abgeschnitten hat. Es muss eine Entscheidung fallen. Und ich schlage daher vor, dass die Wählerinnen und Wähler das direkt selbst entscheiden. Das Kalkül dahinter dürfte sein, dass eine Mehrheit der Franzosen zumindest bisher eine Machtübernahme durch Le Pen und den Rassemblement National eigentlich abgelehnt hat. Da kommt eben dazu, dass die Franzosen sozusagen, wenn es um nichts geht wie bei Europawahlen, schnell einmal extreme Lösungen durchaus wählen und ihre Stimmen eben sehr, sehr verschieden verteilen. Aber wenn es dann darauf ankommt, wer die Macht übernimmt, dann bilden sich sehr rasch Koalitionen, wo dann zum Beispiel Sozialisten und Konservative oder Liberale gemeinsam abstimmen für oder gegen eine Partei oder einen Kandidaten für das Regierungsamt. Und das ist wahrscheinlich das Kalkül von Macron. Es ist durchaus riskant und er setzt hier auf eine Karte, indem er versucht, dass bei diesen nächsten Wahlen eben nicht die Le Penisten und deren Parteichef Bardella, der ja den Anspruch schon gestellt hat, Premierminister wird und die Mehrheit macht,
sondern möglicherweise seine Liberalen oder vielleicht sogar, wenn es zur Stichwahl kommt, die Sozialisten. Auf jeden Fall, die Entscheidung wird nicht im ersten Wahlgang fallen, mit großer Wahrscheinlichkeit, sondern erst im zweiten Wahlgang. Und erst dann werden wir wissen, ob es in Frankreich überhaupt zu so einem rechten Umsturz kommt oder nicht. In jedem Fall bleibt Macron Staatspräsident. Er ist gemäß der Verfassung für Außen- und Europapolitik zuständig. Der Premierminister muss ihm folgen. Aber wenn er ihm nicht folgt, kann er ihn jederzeit entlassen. Sollten die Le Penisten tatsächlich in die Regierung kommen, weil sie in der Nationalversammlung eine Mehrheit haben, dann wäre das ein Neuland. Sowas hat es noch nicht gegeben, dass Rechtspopulisten mit einem liberalen Präsidenten das Land regieren sollen. Apropos Neuland, ich würde gerne nochmal auf Österreich zurückkommen. Da hat die FPÖ jetzt zum ersten Mal den ersten Platz gemacht bei einer bundesweiten Wahl, bei der Europawahl. Und ich verstehe noch immer nicht ganz, was diese vielen neuen EU-Abgeordneten der FPÖ jetzt praktisch durchsetzen können in den nächsten Jahren. Es entsenden ja auch alle Länder, soweit ich weiß, Kommissare in die EU-Kommission. Kann da die FPÖ jetzt groß mitreden? Nein, davon kann man nicht ausgehen, weil das sind zwei verschiedene Dinge. Bleiben wir zunächst beim Parlament selbst. Anders als am gestrigen Wahlabend geglaubt und auch schon bejubelt, hat die FPÖ zwar sehr gut abgeschnitten, aber es war nicht das beste Wahlergebnis aller Zeiten. Das war im Jahr 1996 bei den Europawahlen noch unter Parteichef Jörg Haider. Damals kam die FPÖ auf mehr als 27%. Diesmal sind es etwas mehr als 25%. Das soll den Erfolg nicht schmälern, weil die FPÖ trotzdem auf Platz 1 ist. Insgesamt gesehen würde ich das fast als eine Normalisierung bezeichnen, weil in früheren Zeiten die FPÖ durchaus schon 4-5 Abgeordnete gehabt hat. Jetzt haben sie 6 als Nummer 1, ÖVP und SPÖ haben jeweils 5. Von 720 im EU-Parlament. Und deswegen sind auch diese Fraktionen so wichtig, die du angesprochen hast. Und der Kommissar oder die Kommissarin? Das steht auf einem ganz anderen Blatt. In diesem Fall ist es so, dass die künftige Präsidentin, wahrscheinlich die gleiche, also in der zweiten Amtszeit wieder von der Leyen, sich an die österreichische Regierung wendet und bittet um die Nominierung eines aus Österreich kommenden Kommissars. Die Regierung schlägt das dann vor, muss das dem Hauptausschuss im Nationalrat vorlegen. Im Moment haben ÖVP und Grüne gemeinsam eine Mehrheit. Also die Regierung könnte, wenn sie wollte, wen auch immer für Brüssel nominieren. Traditionell sind das immer 2 Kandidaten, ein Mann und eine Frau, damit die Kommissionspräsidentin die Möglichkeit hat, einen von beiden auszuwählen, je nachdem, wer besser in ihr Team passt. Und die FPÖ, die ja in Österreich in der Opposition ist, hat da keinen direkten Zugriff. Sie kann also nur über ihr Stimmverhalten im Hauptausschuss des Nationalrates theoretisch beeinflussen, ob ein Kommissarskandidat für Brüssel nominiert wird oder nicht. Auch wenn die Rechten jetzt trotz dieser Wahlergebnisse nicht so viel Einfluss haben werden, wie man denken könnte, merkt man doch, dass ihre Themenwahl ganz Europa schon sehr beeinflusst. In den letzten Jahren ist da sehr viel um Klima gegangen, um den Green Deal. Jetzt reden alle über Migration. Sind wir da jetzt in einer neuen Ära der Europäischen Union? Haben die Rechten insofern die EU schon verändert? Also ich würde es so einschätzen, die Migration ist vor allem in den letzten Wochen durch den Wahlkampf in den Vordergrund getreten. Das ist ein Thema, das tatsächlich mit sehr realen Problemen verbunden ist in vielen Ländern. Und es ist ein Thema, das die Bevölkerung natürlich sehr beschäftigt, weil es auch ganz aktuelle, sichtbare Probleme im Alltag aufwirft. Aber wenn ich jetzt auf die größere Agenda, den breiteren Rahmen schaue, dann gibt es in den nächsten Jahren noch weitere, viel wichtigere Themen, die die Politik der Europäischen Union bestimmen. Das ist einmal der Krieg in der Ukraine, die gesamte Sicherheitspolitik. Davon wird sehr viel abhängen, wie es in Europa weitergeht. Dazu gehört auf jeden Fall die Konkurrenz mit China, mit den USA, mit Indien im wirtschaftlichen Bereich. Wie bauen wir unsere Industrien um? Wie ist das genau mit Klimaschutz auf der einen Seite und Digitalisierung auf der anderen Seite? Darüber liegt die Frage, welche Energiepolitik betreiben wir in Europa? Wie kommen wir zu diesem Strom, den wir brauchen, um diesen Wandel von der fossilen Energie zur sauberen Energie zu schaffen? Das sind viele, viele große Themen, die neben der Migration auftauchen und sie werden von der neuen Kommission auch in Angriff genommen werden. Was richtig ist, dass die Rechten natürlich in der öffentlichen Auseinandersetzung medial es sehr gut schaffen, sich in Szene zu setzen und zu polarisieren und gerade so Themen wie zum Beispiel Zuwanderung, Migration, Kriminalität, Sicherheitsfragen zu vermischen und zu breiten und heftig diskutierten Themen zu machen. Das wird mit Sicherheit auch so bleiben, aber ich glaube, dass das im politischen Alltag nicht mehr so dominant sein wird wie jetzt im Wahlkampf. Also Fazit am Tag nach der Wahl. Rechtsruck in Europa ja, aber ein Ende der europäischen Zusammenarbeit hoffentlich noch nicht. Tom Meyer, vielen Dank für die Analyse aus Brüssel. Ja, danke schön.
Hier geht es gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum Tag. Wir sprechen unter anderem noch über Wahlmotive und Wählerströme vom Wochenende. Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht das, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Mehr Infos dazu gibt es auf abo.derstandard.at. Es geht gleich weiter. Ich bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fasten? Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus. Bei Besser Leben, jeden Donnerstag eine neue Folge. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, wir haben es am Anfang der Folge schon kurz erwähnt, das offizielle Ergebnis der Europawahl für Österreich hat sich nach den ersten Prognosen noch etwas verschoben. Fürs Protokoll. Die FPÖ hat den ersten Platz mit knapp über 25%, die ÖVP den zweiten Platz mit knapp unter 25%. Der Abstand ist also knapper als zuerst gedacht. Die SPÖ ist klar auf dem dritten Platz mit rund 23% und die Grünen liegen leicht vor den NEOS, aber beide Parteien bekommen 2 Mandate. Die ersten Zahlen, bei denen die FPÖ einen größeren Vorsprung hatte, waren Trendprognosen, also Befragungen von Menschen, die gewählt haben. Die neuen Ergebnisse sind ganz offizielle Wahldaten vom Innenministerium. Der Wahlsieger FPÖ hat sich die meisten Stimmen von der ÖVP oder von Nichtwählern abgeholt und insgesamt sind mehr als 300.000 Menschen ins Lager der Nichtwähler gewechselt. Die Wahlbeteiligung ist leicht zurückgegangen. Bei jungen WählerInnen führen die FPÖ und die SPÖ. Die Grünen belegen überraschend weit abgeschlagen den letzten Platz unter den Parlamentsparteien. Zweitens, im Nahen Osten wurden am Samstag 4 israelische Geiseln aus den Händen der Hamas in Gaza befreit. Dabei gab es aber auch große Opferzahlen und Kritik, denn es konnten nur sehr wenige der insgesamt mehr als 100 verbliebenen Geiseln bisher militärisch befreit werden. Wohl auch wegen der schleppenden Geiseldeal-Verhandlungen und vor allem wegen eines fehlenden Gesamtplans für den Gazastreifen hat mit Benny Gantz jetzt ein wichtiger Oppositionspolitiker die Regierung von Benjamin Netanyahu verlassen. Netanyahu hat zwar weiterhin eine Mehrheit, ist jetzt aber noch abhängiger von rechten Hardlinern. Und drittens, Sie haben seit gestern sicher schon die Fotos auf Social Media gesehen. Ein Flugzeug der Austrian Airlines ist beim Flug von Mallorca nach Wien in einen Hagelsturm geraten und schwer beschädigt worden. Dabei wurde die Nase des Flugzeugs abgerissen und die Frontscheibe fast eingeschlagen. Trotzdem konnte die Maschine sicher landen, verletzt wurde niemand. Warum das Flugzeug in einen schweren Hagelsturm geraten konnte, ist noch nicht ganz klar. Laut Austrian war das Gewitter auf dem Wetterradar nicht zu sehen. Der Vorfall wird aber noch genau untersucht. Mehr dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf derstandard.at nachlesen. Wenn Sie noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann hören Sie in unseren Schwester-Podcast Inside Austria rein. Da geht es in der neuesten Folge um das Thema Nummer 1 auf EU-Ebene, nämlich um die Frage, was in unserem Migrationssystem falsch läuft und warum populistische Forderungen dabei oft wenig Abhilfe versprechen. Inside Austria finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Feedback oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team schicken Sie gerne an podcast@derstandard.at. An dieser Folge haben meine KollegInnen Clarissa Donati, Margit Ehrenhöfer und Scholt Wilhelm mitgearbeitet und mein Name ist Tobias Holub. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Seit 35 Jahren lesen die Menschen im Standard auch das, was sie woanders wohl nicht lesen könnten. Guten Tag, mein Name ist Hans Rauscher und ich schreibe seit 25 Jahren für den Standard auch das, was ich woanders wohl nicht schreiben könnte. Der Standard, der Haltung gewidmet.